Die vierte Flashbang! Und BOOM! Bin schon wieder halb blind und... nur so viel Geld einfach zerstören. Geld regiert die Welt, sagt man doch so schön. Ich würde es mitnehmen und versaufen. Dafür ist auch Geld da, zum Versaufen. Jetzt habe ich aber lange überlebt, muss ich ehrlich sagen. Mache ich es mal so, wie ich es bei anderen Let's Plays schon gesehen habe, immer aus der Hüfte schießen, immer aus der Hüfte. Oh, jetzt bin ich tot. Jetzt bin ich tot. Und darf die fünfte Flashbang heute werfen. Was ist das? Boom! Ich sehe nichts mehr. Steht direkt auf der Granate. Boom. Ich werde jetzt auch Granaten. Vielleicht gewinne ich ja damit Blumenstrauß. Yay, ich hab's endlich geschafft! Saving! Alle hier sind drauf, dann ist voll schrecklich. Ich hab so viele Menschen getötet. Okay, dann ist Mekovic nicht der richtige, sondern Campo ist der oberste. Dann kommt Mekovic. Dann kommt entweder Montes oder ich oder beide gleichzeitig. Boom. So. Bildschirm kaputt gemacht. Smell that? Smoke. Corda. Let's get this door open. Okay, ich weiß nicht, was Cordit ist. Aber es ist anscheinend irgendein spezielles Gas oder was speziell riecht, wenn man es verbrennt. Holy shit! It's a gold mine! It's an operations room. Looks like they tried to destroy it. No, look, shit's still here. I want everything bagged and tagged. Uh-huh. Oh shit, we got maps of Paris, New York. I got a train timetable here. It says 602. Holy shit. Come over here. Who's the hin? So da. So dritt müssen wir diese Kiste öffnen. Radioactive! Is that a good idea? We don't got a choice. Holy shit.
Das sieht man übrigens auch. Diese T-Kanne sieht man in Battlefield Bad Company 2. Portable zwei. Nukes? There's only one there. Wait, there's room for two more. Where the hell are the other two? Hey, you need to see this! There! Da, einer in der militärischen Uniform und einer in Trainingsanzug. What about the intel? No, no, there's no time. Let's get the nuke and move. Now this whole building's gonna come down. This is Misfit 1-3. Misfit, this is actual send. Misfit, we've secured what appears to be a WMD. Break? There may be more than one. Weapon of mass destruction. Oh, that can't be good. Das ist spaßig. Comrades! Aus der Hüfte feuern ist nicht so... Ja, aus der Hüfte feuern ist nicht so effizient wie gezielt feuern. Da sieht man's, dass manche mich im Nahkampf ausschalten wollen, wenn ich zu nah rankomme. Also wir haben eine Atombombe bekommen. Eine Massenvernichtungswaffe. Woher die Leute wissen, dass diese Teekanne eine Massenvernichtungswaffe ist. Just because I see a couple of lights at night doesn't mean I saw a goddamn UFO. Look, we believe there were three. I believe Elvis is still alive too, but I'm not buying any tickets for fucking shows. How about the other nukes? Well, one's already here. So you don't know about Paris? What? You heard me. He didn't stop it. Who didn't stop what? You mean him? He used to be Russian Spetsnaz, Vimpel Unit. Dmitry Dima Mayakovsky. The kind of operator who doesn't show up someplace by accident. We know you know him. Hey, we've met. If you want to make a point, make it. We think you know why he was in Paris. Tell me what happened in Paris, then I'll tell you. We don't know any more than you do. The only person who knows what happened in Paris is Dima. Dima bzw. Dimitri, ein typisch russischer Name. Wenn man ein Spiel entwickelt, ein Russe drin vorkommen soll, nenne ihn Dimitri. Ist immer richtig. Dima, надеюсь, что американец сделает то, что ему положено в Нью-Йорке. Wir reden jetzt sowieso Russisch. Vielleicht können einige... Ja, fast angefahren worden. Wechseln einfach die Spur. Der Russisch kann... Das Pech gehabt, ich rede einfach. Das sind Untertitel. Wer es wissen will, was sie sagen. Also wir sind Dima, heißen wir jetzt. Und da sind zwei andere Russen, das ist Spetsnaz, russische Spezialeinheit, und wir sind in Paris. Wie eben schon so zusammen, ich fasse es nochmal zusammen, was sie eben gerade gesagt haben. Und in Paris wurde genukt. Приблизимся к экстермену. Мы в зоне поражения от фондовой биржи. Дима, Дима, зажигаем EP-блокиратор. Соломон не сможет активизировать ядерный чемоданчик с настроения, если мы будем близости от него. Вот они, мы приехали. Вот здесь. Dieser Jammer verhindert, dass der Nuke in unserer Nähe hochgeht. Он может повредиться, распространить энергию. Все готовы? Давай, давай, жми на газ. Come on, давай, давай. Bum, bum. Steckt einfach in unsere Motorhaube. Dafür hat er den Tod auch verdient. Okay, ich habe eine zweite Waffe und eine Schallgedämpfte. Давай.
Chuck. Mit einer Machete. Sind, ja, meine Nahkampfwaffe ist auch eine Machete hier. Ach, kann ich auch so rausholen. Obwohl, so eine geile Machete. So eine kleine. Ja, der soll nicht in meinen Schuss reinlaufen, wenn ich schieße. Dann ist doch kein Friendly Fire. Das ist eine schallgedämpfte Waffe. Die hat schon standardmäßig einen Schalldämpfer vorne dran und ich bin fast tot. Und dann haben wir hier noch eine AKU. So nenne ich sie gerne. Als eine AK. Sie eine. Eine 74S. So. So. So ist das Ding. Wenn es auch richtig bums macht, dann nicht nur. Jo, da war eine Granate. Auf ein neues. Oh, ich darf wieder die Kabel durchschneiden. Hier einfach lang gehen. Ich kann mal gucken, wie die anderen beiden heißen. Kirill. Ah, Kirill und... Ist er Wladimir? Wladimir. Awesome. Nichts gegen die Boxer, das sind Vitali und Wladimir. Die sind aber... Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ungarn? Keiner wusste auf jeden Fall. Jetzt habe ich wieder die Kabel durchschneiden. Das ist der Ton schon nicht verrückt. Ja. Ich glaube, das Piepen. Was ist das für ein Auto? Hä, da war doch eben gar keiner. Und er messert mich einfach, wenn der gar nicht da war. Ich darf wieder die Kabel durchschneiden, das regt mich auf.